Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um das Thema die drei wichtigsten Eigenschaften, die du brauchst, um als Trader erfolgreich zu sein. Aber ganz kurz vorweg, diese drei Eigenschaften ermöglichen es dir, nicht nur als Trader erfolgreich zu werden, sondern egal in welchem Bereich, egal was du machen möchtest, wo du etwas erreichen möchtest, an ein Ziel kommst, wenn du diese Eigenschaften hast, dann kannst du es überall schaffen. Ganz wichtig vorweg aber auch, und da gehe ich später nochmal drauf ein, es ist nicht schlimm, wenn du diese Eigenschaften noch nicht so besitzt. Ganz wichtig ist, dass man sie auch entwickeln kann mit der Zeit. Ich möchte dir am Ende des Videos außerdem einmal ganz transparent zeigen, was einer unserer Schüler getan hat. Ja, und er hat eine dieser Eigenschaften. Deswegen kommt es auch zum Schluss, zum Ende des Videos. Und zwar ist er bei uns im Mentoring. Er hat es durchlaufen, ist natürlich immer noch drin, aber hat es geschafft, sich für ein Fremdkapitalkonto zu qualifizieren. Bedeutet, er hat die Prüfung geschafft, gezeigt, okay, ich kann traden und jetzt habe ich echtes Kapital zum Traden. Und dieses Konto hat er innerhalb von, ich glaube, von ein, zwei Tagen verloren. So, dann hat er mir einen sehr, sehr langen Text geschrieben, was ich am Ende des Videos auch nochmal einblenden werde, den du dir unbedingt durchlesen solltest, wie er darauf reagiert. Und wo ich mir sicher bin, er wird es 100% schaffen, erfolgreicher Trader zu sein. Auch wenn er jetzt gerade einen kleinen Dämpfer hatte. Aber das, wie gesagt, das später. Wenn dich das interessiert, wenn du sagst, boah, geil, finde ich cool, dass du das machst, interessiert mich auf jeden Fall, was dein Schüler daraus gelernt hat, ja, dann lass ein Like da, dann weiß auch er, dass es dir auf jeden Fall geholfen hat und vor allem, dass es dich auch interessiert, solche Sachen auch mal, solche Einblicke zu bekommen, ja. Ganz wichtig ist, bei den drei Eigenschaften reden wir jetzt hier nicht darüber, wie vermutlich viele reden, ja, du musst Verluste akzeptieren, Gewinne laufen lassen, du musst das traden, was du siehst und nicht das, was du denkst. Nein, das sind keine Eigenschaften, das sind Punkte, die natürlich wichtig sind, aber mit den Eigenschaften, die du hast, die du entwickelst, sind diese Punkte sowieso easy zu meistern, ja. Also, alles klar, legen wir los. Erster Punkt. Lernbereitschaft. Das bedeutet aber nicht nur, dass du jetzt sagst, komm, ich lese mir jetzt ein Buch durch, guck mal, ich bin noch lernbereit, ne, und deswegen werde ich auf jeden Fall erfolgreicher Trader. Nein, das ist ein Punkt. Also ich sage einmal, Lernbereitschaft in Form von Lernen, dass du bereit bist, Wissen richtig umzusetzen. Aber das zweite, vor allem viel wichtigere bei der Lernbereitschaft ist, dass du auch bereit bist, ständig zu lernen. Die Märkte an der Börse verändern sich, jeder Markt verändert sich. Es ist ja nicht nur, dass die Börsenmärkte sich verändern, sondern auch ein Online-Markt. Schau dir mal, vor 20 Jahren konntest du noch in den Laden gehen, hast dort alles bekommen, weil es das Internet noch nicht wirklich gab. Heute ist das Internet, sprich, du siehst, die ganzen Märkte verändern sich, das wird immer so passieren. Jeder muss sich anpassen und deswegen müssen natürlich wir als Trader uns anpassen. Deswegen sei bereit zu lernen. Ich möchte dir mal kurz ein Beispiel geben. Und zwar hatte ich gerade am Anfang, als ich Coach wurde und im Grunde noch nicht so die unterschiedlichen Persönlichkeiten kannte, hatte ich häufiger Leute, die meinten, ja Markus, also ich muss ganz, ganz klare Strategien haben und wenn ich die nicht habe, dann kann ich ja nicht erfolgreich traden. Ja, du musst mir genau sagen, wenn der Markt jetzt genau das macht, drei Ticks, ja, er geht drei Ticks hoch, dann geht er wieder runter und dann muss ich einsteigen. Wenn das nicht so ist, dann ist mir zu kompliziert. Ich hätte auch Maler werden können. War mir zu kompliziert. Jetzt möchte ich hier an der Stelle mal sagen, diese Personen haben zwar schon eine Art der Lernbereitschaft, aber auch nur begrenzt. Ja, sie sagen, ich bin zwar bereit, irgendwas zu lernen, ich möchte jetzt nicht nur Signale bekommen, das Traden, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich Millionär innerhalb von drei Tagen, ja, sondern ich bin schon bereit, Geld auszugeben, ich bin bereit, etwas zu lernen, aber ich bin nicht bereit, wirklich stetig dazu zu lernen und wirklich ein richtig guter Trader zu werden, weil ich weiß, wie die Märkte funktionieren. Okay, also das ist schon mal ganz wichtig. Lernbereitschaft in Form von Wissen, dass man lernt, dass man bereit ist, dafür auch Geld zu investieren. Zweite ist auf jeden Fall ständige Lernbereitschaft in dem Bereich, in dem man Profi sein möchte oder Profi ist. Wir tun nichts anderes als Profis. Ja? Wir lernen jeden Tag neue Dinge so gesehen dazu, weil jeden Tag sich die Märkte verändern. Ja? Also ganz, ganz, ganz wichtig. So, zweiter Punkt ist, sehr wichtig, fehlt viele Menschen. Aber diese Menschen brauchen sich auch nicht wundern, wenn sie im Grunde nicht über den Durchschnitt hinauskommen. Und zwar das Thema Selbstreflexion. Du musst aktiv bereit sein, dich selbst immer wieder zu reflektieren. Und auch nicht nur im Trading. Das bedeutet, du tradest und dein Tag ist abgeschlossen. Am Abend setzt du dich nochmal hin und reflektierst deinen Tag. Was hast du gut gemacht? Was hast du schlecht gemacht? Was kannst du verbessern? Was nimmst du aus diesem Tag heute, damit du morgen besser wirst? Ja, weil heute ist abgeschlossen. Gestern ist abgeschlossen. Es bringt nichts, dass man darüber nachdenkt, oh, wie doof war es, ich habe hier einen Trade nicht mitgenommen, ich habe da einen Trade nicht mitgenommen, ich habe einen Fehler gemacht. Ist gut so. Du hast einen Fehler gemacht, aus dem kannst du lernen. Und du kannst nur aus ihm lernen, wenn du reflektierst. Ja? Du musst reflektieren und nur so kannst du besser werden.
Wenn du sagst, du möchtest in deiner Beziehung besser werden, ja, du möchtest, dass deine Beziehung auflebt, du möchtest ultra glücklich sein bis ans Ende deiner Tage mit deinem Partner, dann musst du auch ständig mal reflektieren, überlegen, okay, sind wir hier und da vielleicht aneinander geraten? Warum sind wir aneinander geraten? Was kann ich besser machen, damit in Zukunft wir in mehr Harmonie leben? Ja, auch wieder Reflektion. Man kann nie sagen, man ist perfekt, nur man kann alles und deswegen müssen wir ja reflektieren. Ansonsten fallen uns die Sachen nicht auf, die wir verbessern können. Okay? Alles klar. Das Dritte, und das ist am Ende das mit Wichtigste, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn du diese Sachen noch nicht so mitbringst, die dritte Eigenschaft, wenn du die nicht hast, wird es sehr, sehr schwierig. Also, Durchhaltevermögen, beziehungsweise ich mache mal einen Strich, Standhaftigkeit. Ja? Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit bedeutet... Das heißt, bedeutet... dass du lernst, durch Höhen und Tiefen zu gehen. Jeder, wirklich ist es für jeden einfach da draußen, motiviert zu sein und durchzuhalten, wenn es gut läuft. Aber gerade, wenn ein Tief kommt, wenn du hinfällst, dann ist es wichtig, dass du wieder aufstehst, dass du Durchhaltevermögen hast und sagst, okay, ich bin bereit, ich lerne jetzt, ich habe einen Tiefschlag, aber von diesem Tiefschlag stehe ich sofort wieder auf und lerne aus diesem Tiefschlag, damit ich diesen Tiefschlag in Zukunft nicht wieder erleben werde. Ja? Also du musst standhaft sein, du musst Durchhaltevermögen haben, du musst durchhalten, du musst dich immer wieder aufraffen und dich immer natürlich auch wieder selbst motivieren und sagen, okay, wo will ich eigentlich hin, was will ich erreichen? Das kannst du halt sehr gut tun, wenn du Ziele hast, wenn du Ziele vor Augen hast und sagst, okay, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, warum ich mit diesen ganzen Dingen angefangen habe und wieso ich dahin kommen will, wo die Ziele sind. Ja, du musst dich ja zu der Person entwickeln, die diese Ziele auch erreichen kann. Das Ding ist, was halt wirklich man lernen muss, hinfallen ist okay. Hinfallen muss man, um weiterzukommen. Du musst hinfallen, um besser zu werden. Aber die Frage ist, wie schnell stehst du wieder auf? Viele Leute bleiben ihr ganzes Leben lang liegen. Andere stehen ganz langsam wieder auf. Ich sage immer, so schnell wie möglich. Aufstehen, weitermachen. Was sehr viele Leute dann nicht haben. Also sie haben dieses Durchhaltevermögen nicht, weil sie in Selbstmitleid verfallen. Aber Selbstmitleid hilft niemandem. Es hilft nicht deinem Partner, deiner Familie. Es hilft nicht deinem Ziel, deinem Erfolg. Es hilft dir ganz und gar nicht. Außer, dass du im Grunde sagst, ja, Mensch, mir geht's ja nicht so gut. Ne, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das gibt dir am Ende nur diese Möglichkeit zu sagen, auch ist gar nicht so schlimm, wenn ich scheitere. Nein, es gibt nur diese eine Richtung. Nur diese eine Richtung, nach da oben. Und zwar kommt jetzt nämlich der Punkt, und zwar die Geschichte von unserem Schüler. Ja, er hat sich bei LMI, unserem Fremdkapitalpartner, hat er sich qualifiziert, also er ist die komplette Qualifizierungsphase durchlaufen, hat dort eine richtig geile Performance abgelegt. Ja, war super selbstbewusst, dann hat er das Konto bekommen und dann ist etwas passiert, womit er selbst nicht gerechnet hatte. Ich werde es euch gleich mal einblenden. Macht bitte dieses Video auf Pause, lest es euch einmal durch, weil da steckt so viel Motivation drin, auch für dich, wenn du mal an so einem Punkt stehst, dass du sagst, ich habe hier und da einen Tiefschlag. Ich habe vielleicht auch, ich bin qualifiziert gewesen oder ich bin auf dem Weg, bin gescheitert. Wie er da raus direkt wieder hochkam, genau so muss es sein. Ja, und genau, also er hat einen Höhenflug, er hat gesagt, komm, ich bin jetzt hier godlike, weil ich habe es ja geschafft, mich zu qualifizieren, ich bin richtig gut, deswegen werde ich auch jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Ja, da kommt natürlich dann direkt die Rechnung. Deswegen würde ich sagen, ich blende es jetzt einfach mal ein, mach auf Pause, lies es dir ganz in Ruhe durch und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder zum Schluss. Okay, ich hoffe, der Text hat dir geholfen, der hat dir gefallen, vielleicht für die Zukunft für dich etwas herauszuziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute kann ich sehr, sehr schnell erkennen, ob einer von unseren Schülern, beziehungsweise jemand, der bei uns einsteigen möchte, von uns lernen möchte, ob der wirklich das Potenzial hat, erfolgreich zu werden oder was getan werden muss, damit er dieses Potenzial entfalten kann, damit er es entwickeln kann. Und bei diesem Schüler, ich sehe es im Text, ich brauche es nur kurz bis zur Hälfte lesen und ich weiß, okay, er wird seinen Weg gehen. Jetzt hat er nochmal eine kleine Korrektur. Nur kennen wir ja an der Börse, kleine Korrektur, bevor das Momentum kommt und er genau dasteht, wo er hin will. Jetzt zum Schluss. Ich habe gesagt, das sind alles Eigenschaften, vor allem die hier. Die muss man nicht sofort mitbringen, aber man muss auf jeden Fall sie kennen, das kennst du jetzt. Und das hier musst du wirklich auch haben, ein Stück weit, oder auf jeden Fall entwickeln. Und du siehst, der Schüler, ich will ihn auch gar nicht mit dem Namen nennen, weil das ist etwas Vertrauliches, war in so einen Reviews drin. Er hat diese Dinge entwickelt, aber er hat vor allem das hier.
Ja, er hat das Durchhaltevermögen und das beschert ihm am Ende den Erfolg. Und bei mir war es früher auch nicht anders. Ich habe gehasst zu lernen, ich habe gehasst Bücher zu lesen. Allgemein, ich war nie bereit, in Wissen zu investieren, Geld auszugeben, weil ich meinte, Mensch, ich werde es mir schon irgendwo herbesorgen können, bis ich einmal angefangen habe, mal ein bisschen Geld zu investieren und gesehen habe, wie viel wert das einfach ist. Ich habe mich früher über alles aufgeregt. Ich dachte immer, alles wissen zu müssen oder ich weiß alles. Das Thema Selbstreflexion. Aber eine Sache hatte ich halt immer schon, seitdem ich klein war, und zwar das Thema Durchhaltevermögen. Ob ich als Pro-Gamer bei Counter-Strike richtig gut wurde, als Fotograf oder als Trader, diese Dinge sind wirklich sehr, sehr wichtig. Bitte nimm es dir zu Herzen, nimm was für dich daraus mit, hoffentlich. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwelche Wünsche für die Zukunft hast, für weitere Videos, schreib es bitte unbedingt immer in die Kommentare. Ja, allgemein, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar da. Damit hilfst du mir natürlich auch, weitere solche Videos zu machen. Allgemein natürlich auch, dass du den Kanal unterstützt. Freue ich mich sehr, sehr drüber auf jeden Fall. Lass auch ein Like da, wenn du es nicht sowieso schon gemacht hast. Und dann wie immer, vergiss nicht, mir auf Instagram zu folgen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten YouTube-Video wieder. Beherzige diese Punkte, entwickle sie. Du kennst sie jetzt und jetzt geht es nur noch daran, sie auch wirklich umzusetzen und dann zu festigen. Ja, alles klar. Ich wünsche dir was und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Ciao.